Ihr Lieben, recht herzlich willkommen zu einer weiteren irrsinnigen Folge von Generation Zero hier bei uns auf dem Kanal. Und wir müssen uns an dieser Stelle auch mal bedanken für den zahlreichen Support und die vielen tausend Klicks auf die Shorts von uns. Die scheinen euch tatsächlich zu gefallen. Da wird es natürlich je nach Situation neue von geben. Und auch vielen Dank an die neuen Abonnenten und Likes und Tipps vor allen Dingen. Und wir haben viele tolle Tipps bekommen. Viele tolle Tipps bekommen, unter anderem, ja, also ich werde natürlich jetzt meinen wieder umstellen auf Sanitäter und es müssen Medipacks in seinem Inventar sein. Da, so schlau hätte ich ja auch mal sein können. Ne? Da kommst du ja gut, nicht drauf. Danke für diese Hilfe, das werde ich auf jeden Fall machen. Wir haben uns dann auch überlegt, wir werden jetzt eine Nebenmission machen und da kommen wir nämlich zu so einer Reparaturstation. Ja, und richtig. Dann, wo ist denn dein Begleiter überhaupt? Da neben mir, hier steht er. Nee, bei mir steht er da nicht. Was? Ja. Oh boah, ich hoffe, wir haben dann keinen Bug. Kannst du den nochmal auspacken und wieder einpacken? Ja. Warte, ich heb ihn mal auf. Weil ich will den schon sehen jetzt, ne? Ich will den jetzt sehen. Klar, bitte, lass mich den sehen. Und meiner ist ganz brav da. Warte mal, jetzt habe ich den natürlich weggepackt. Das wäre natürlich interessant. Nicht, dass wir jetzt doch verbuggt sind. Weil in den letzten Folgen hat es keinen Absturz gegeben. Oder vielleicht taucht er ja noch auf. Ach nee, jetzt hast du was in der Hand. Jetzt ist er da. Juhu. Hallo. So, wir machen aktuell eine Nebenmission. Und zwar machen wir, Moment, hier, Reparaturstopp. In dieser Gegend wurde eine FNIX-kontrollierte Reparaturstation gesichtet. Vielleicht kannst du die außer Gefecht setzen. Natürlich können wir das. Da kennen wir nichts. Machen wir. Und du hast schon markiert? Warte mal schnell, ich würde mal gerne wieder... Nicht hauen. Hallihallo, sagt er immer. Es ist so süß. Und du hast gesagt, ich soll das auch umstellen, dann sagen aber beide Hallihallo. Ja, naja, du hörst ja meinen anscheinend nicht. Doch, ich höre den. Was, den Hallihallo? Beim letzten Mal hast du es noch nicht gehört. Und jetzt höre ich ihn. So, Freunde, wir machen eine Reparaturstation platt. Das wird ja wieder mal lustig. So, und wenn der Sensenmann kommt, hieß es, ja, dann nimm die Beine in die Hand, Junge, und lauf. Zumindest aktuell noch, ne? Ich würde ihn ja gern mal sehen. Oh, naja, das wird noch ein bisschen dauern, ehe wir den sehen. Glaube ich zumindest, ne? So, nehmen wir noch ein bisschen Lootkram mit. Wie viel Gewicht habe ich denn überhaupt? Ich habe 46 Kilo. Ja, Wahnsinn. Ihr verrückten Hunde, ihr. Hunde wollt ihr ewig leben? Nein. Wo bist denn du hingerannt? Was? Ich stehe neben dir. Ach so. Das sieht immer so brutal aus, wenn du mit dem Baseballschläger auf mich zurennst. Das sieht nicht nett aus. Oh, schau mal, hier ist doch was. Hallöchen. Oho, hier kannst du gleich ein bisschen schlafen und Medizin in den Bauch deines Begleiters machen. Wieso sollte ich das jetzt machen? So, nee, stimmt ja, du hast ja noch kein Dings drauf. Nee, macht jetzt keinen Sinn, weil ich habe ihn jetzt auch auf Sammeln umgeswitcht. Ja. Aber bei der nächsten Station, die wir finden für die kleinen Freunde... Werde ich ihn wieder ändern, dann als Sanitätshundi. Ne? Sani-Hundi. Sehr gut. Ja, hättest du auch direkt Lust zu angeln, weißt du? Aber hier gibt es leider keine Angeln. Ich hätte ja Lust zu schwimmen, aber in dem Spiel das ist ganz blöd. Das ist jetzt hier nicht so eine gute Idee. Es lädt ein zum Schwimmen, definitiv. Aber, lieber nicht. Und heute ist sogar der erste Tag, an dem es mal ein bisschen kühler ist. Also wenn ihr das seht, hoffentlich ist es dann immer noch kühler. War bei uns gerade 16 Grad. Oh. Genau, 16 Grad und endlich mal wieder ein bisschen, nicht die ganze Zeit im... Das fühlt sich schon so an wie Schweden, ne? In der eigenen Suppe sitzen. Das stimmt, das war jetzt die letzten Tage doch sehr, sehr warm, ja. Ja, Wahnsinn. Also ich mag ja den Sommer, ich bin ja eh ein Sommermensch, aber... Boah, nee, bitte keinen Sommer. Aber manchmal ist es dann doch zu warm. So, hier waren wir ja schon überall, das haben wir ja alles schon mal gesehen. Aber vielleicht war das wieder mal so eine Mission, die wir nicht angenommen haben. Mal wieder. Vielleicht schon erledigt, weißt du, aber nicht angenommen. Da sind wir ja bekannt für.
Genau, wir erledigen immer Sachen, ohne das. Willst du hier direkt durch? Ja, dachte ich jetzt. Hast du so gedacht, ne? Dann gehen wir halt hier durch. Mal ist so gut. Alles gut. Ja, Field Action mit den Begleitern macht übrigens echt viel Spaß, wenn die ihre Raketen da loswummern. Richtig cool. Meiner ist so laut. Ich hatte ja im letzten Video gesagt, dass mir die Raketen zu schwach vorkommen, aber da habe ich mir das nochmal angeschaut im Short. Auf unserem Kanal, übrigens auch bei TikTok, wenn ihr uns da mal suchen wollt, Danolli_Let's Play. Hin blinkt was rot. Wo blinkt was rot? Oh ja, da ist was kaputt gegangen. Da gehen wir hin. Da gehen wir. Doch, da sind wir doch letztens vorbeigelaufen. Ja, ja, das ist alles bekannt. Irgendeiner hat da das Zeitliche gesegnet. Ach ja, da raucht's auch. Da raucht einer. Wo hat denn der die Kippen her? Oh, in der Apokalypse, hä? Zigaretten? Wie viel werden die da wert bekommen? Ja, wahrscheinlich. Also für einen Raucher mit Sicherheit sehr viel. Oder Kaffee, weißt du? Kaffee ist auch so eine Sache. Boah, Kaffee, Klopapier. Darüber macht man sich ja also gar... Also ist das wirklich... Hörst du meinen Begleiter wirklich die ganze Zeit reden, ja? Ach, nö, nicht die ganze Zeit. Ach so, ja, weil der quatscht immer zu. Ah nö. Jetzt habe ich mich erschrocken. Oh. Jetzt singt er auch, jetzt macht er lalalalala. Nö, das höre ich nicht. Vielleicht ist es auch besser so. Was ist denn das hier? Ein Gaskanister. Nehmen wir mit. Was liegt denn hier, was ich nicht sehe? Ach so, diese ollen Fackeln da. Nee. Oh, hier. Ja. Gehen wir mal weiter zu zwei. Gehen wir mal weiter zu zwei. Ich glaube, das ist besser. Kommt mit, Hunde. Hunde wollt ja ewig laufen. Laufen? Ja. Ja. Da, da, da. Oh, hier gibt es ein Bäumchen. Ich nehme das Bäumchen mit. Nimm mal das Bäumchen mit. Komm. Jawohl. Sonst schimpfst du mich immer, dass ich die immer mitnehme. Grundsätzlich. So, Hallihallo. Da kommen wir schon. Hat er jetzt gesagt. Also, ich bin immer noch der Meinung, du müsstest deinen auch umstellen, weil das ist so lustig. Der redet nämlich die ganze Zeit und singt und, und erzählt irgendwas und ist total nett. Naja, also, aber man nicht, kommt sich gar nicht so alleine vor, weißt du? Ja, du bist doch nicht alleine. Ich bin doch bei dir und ich rede mit dir. Ich kann auch Hallihallo machen. Nein, aber der singt ja auch und so, weißt du? Naja, aber nicht, dass das den Leuten dann auf den Keks geht, weißt du? Hier, wenn die hier... Ja, das können wir ja mal ausprobieren. Ach, das ist ein Bäumchen, das nehme ich mit. Nimm du das Bäumchen bitte mit. Ein echtes Saltholmen-Bäumchen. Und wir sollen doch lieber mit Einzelschüssen agieren, also nicht losrotzen wie die Wahnsinnigen, sondern... Warum? Naja, weil das... Oh! Achtung! Achtung! Da unten ist was los. Bitte, warum? Weil das den Schaden etwas reduziert, wenn man die ganze Zeit drauf heizt. So, ich hätte mal... Oh. Komm, wir nehmen das hier. Ist real. Ist real. So, jetzt geht's gleich ab hier. Leute, haltet eure Hüte fest. Hier geht's gleich ab. Siehst du irgendwas? Ich ja, links von dir. Ach ja, links. Da sind ein paar. Da rennen ein paar rum. Aber ich glaube, die wollen gar nichts von uns. Und die hauen wieder ab. Guck mal, da ist ein Bunker. Da müssten wir, glaube ich, sowieso hin. Die Mission habe ich jetzt aktuell gerade nicht ausgewählt, weil die ja hier den ganzen Baum einnimmt. Warte mal, ich guck mal auf die Karte. Genau, schauen wir mal. Bunkersgraben. Das ist, da müssen wir rein, auf jeden Fall. Da müssen wir irgendwas gehört erledigen. Gehört der dazu? Der gehört zu der anderen Quest. Irgendwo rennt hier einer rum, der beobachtet mich. Genau, dann wählen wir die mal schnell aus. Dann beschützen Sie mich bitte. Und zwar... Kommando-Bunker-Netzwerk, ne? Ich glaube, ne? Bunker... Skavan, genau. Skavan, ja. Da kann ich gar nicht auswählen. Wie ging das nochmal? R? Wieso habe ich jetzt N gedrückt? Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe N gedrückt aus Versehen. Wir kommen hier gar nicht rein. Also da. Was passiert, wenn man auf N drückt? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Habe ich gerade aus Versehen gemacht? Warte mal. Keine Ahnung. Also wie gesagt, ich kann die nicht auswählen. Mal ich habe sie ausgewählt. Ach, du hast sie ausgewählt. Na dann. Kommt rein, ihr Hunde.
Hallo Hunde. Aber hier waren wir doch auch schon mal drin in dem, ne? Hier haben wir ja alles. Ich bin irgendwie in Kampf eingetreten. Achso. Oh, ja. Naja, der Kleine hier, weißt du, der Süße. Der Kleine. Denn unsere Hunde sind gar nicht hier. Oh, ich bin so gut im Baseballspielen. Siehst du die. Oh. Hallo. Siehst du, die kommen gar nicht mit hier rein. Ja. Ist ein bisschen zocken? Nee, hier, das kennen wir ja alles schon. Und hier muss irgendwo was sein. Warte mal. Ich muss echt nochmal gucken, wie ich die auswähle, die Mission. Ach, jetzt. Genau. Verfolgen. Da steht aber nur, suche den Feldzugplan. Also wir müssen hier irgendwo. Das war dieser große Raum. Ja, ja, ja. Da waren wir ja schon mal drin. Das war, wo war denn das? Warte mal, ich wähle die nochmal eben ab, weil das mir was sehr irre. Ja, ich hab ihn. Du bist so gut. Ich bin aber sowas, ne? Von Skarven gefunden. Was steht denn hier? Bei Skarven gefunden, handschriftliche Anweisung. Bericht über feindliche Taktiken. Wir wurden von diesen Dingern in der Nähe der Kirche um 13 Uhr überfallen. Es war ein Schwarm kleinerer Maschinen, so groß wie eine große Ratte. Sie krabbeln auf dem Boden herum, können sich durch alle möglichen Öffnungen im Gebäude einschleichen und springen ein pausenlos an. Siehst du, das sind ja die kleinen Viecher hier, die wir ja gerade hier zur Zeit gemacht haben. So, warte, dann wähle ich die andere wieder aus und dann gehen wir. Genau, dann machen wir wieder Reparatur. Stopp, no? Reparatur, jawohl. Verfolgen. Jawohl. Und schaffte die Reparaturstation aus. Na, dann kommen Sie mal mit. Kommen Sie und staunen Sie. Hallo. Bist du ein bisschen wegbockt? Los, schieß den kaputt, Leute. Der hat sich eingeschlichen. Einfach so. Er hat sich einfach zu unseren gestellt und wir, ne? Genau, wir haben gedacht, das ist einer von uns. Ja. So, jetzt müssen wir aber, glaube ich, da hoch, oder? Jetzt gehen wir da hoch. Hopp. Müssen wir hopp. Ich bin zu dick, ich bin zu dick. Ich habe es aber geschafft. Das ist ein Bäumchen. Du, das muss hier schon sein. Das muss hier irgendwo sein. Hä? Hallo? Nee, hier hinten irgendwo. Irgendwo da. Oh, ist das im Bunker? Ist das drunter im Bunker? Oh, meinst du? Das wäre ja mies. Jo, das glaube ich jetzt, ja. Na, das ist ja komisch. Oder es ist vielleicht da drin in der Scheune. Warte mal kurz. Aber die muss ja. Die haben ja gesagt, das ist besetzt, ne? Kommt man nicht rin. Also ich sag dir, das ist drunter im Bunker. Wahrscheinlich, ja. Jungs, ihr passt hier draußen bitte auf. Aber gibt's eine Reparaturstation im Bunker? Ja, das werden wir gleich feststellen. Komm, ich nehme ihm mal alles ab hier. Der braucht es sowieso nicht. Und die bitte bewacht den Eingang. Aber warum kommen die nicht mit rein, hä? So eng, vielleicht? Oh, ist da genug Platz für alle? Hallo? Haben sie was entdeckt? Eindeutig nicht. Nee, hier ist es nicht. Oh, ich hoffe nicht im Gas unten. Nee, da war ja bloß der Strom, ne? Irgendein Feind ist hier noch. Glaube ich. Ach, jetzt sind wir wieder draußen. Hallo, nicht mein Wuffi schlagen. Tja, jetzt sind wir wieder draußen. Dann gehen wir wieder rein. Oh Mann, das ist unten im Gas. Oh, nicht, bitte nicht. Nee, da gibt es ja noch andere Gänge hier. Warte mal. Schau mal hier zum Beispiel. Ach ja. Da haben wir noch was. Einer geht noch. Ah. Guten Tag. Oh, das ist ja ein Monsterbunker. Boah, ey. Sag, hier waren wir doch überall schon. Oder haben wir keine Reparaturstation gesehen, ne? Naja, wir haben das ja auch noch nicht ausgewählt gehabt, also. Das ist ja mit uns immer dasselbe. Immer dasselbe Spiel bei uns, ehrlich. Aber alle Türen wieder zu, ne? Also hier muss es einen Hausmeister definitiv geben.
der sich hier um alles kümmert. Ist ein Krankenzimmer eine Reparaturstation? Na. Vielleicht kann man sich ja selber wieder reparieren, weißt du? Meinst du? Nee, hier haben wir alles genommen. Da hinten geht es ja nicht weiter, ne? Doch. Doch? Wir haben da letztens so eine ganze Folge hier drin versammelt. Ja. Küche. Oh, hier ist noch eine Kiste. Also hier leuchtet irgendwas rot. Mit Munition. Wo? Kommst du zu mir? Ich komm, bin rausgegangen hier. Ja. Folgen Sie mich. Folge mich. Schau mal, das leuchtet so schön rot. Ich glaube, hier ist was los. Ja, scheiße. Und wenn die Tür so langsam aufgeht, ist hier nichts drin. Aber vielleicht eine Waffe. Nicht schon wieder eine M irgendwas. Eine Knispi. Naja, gut, die könnten wir ja aus... Ja, die könnten wir ja... Na? Du weißt schon, was wir mit der... Okay. Die Pferre. Aber siehst du, hier waren wir noch nicht drin. Tatsächlich, aber warum blinkt das Ding so hässlich rot? Sehr verdächtig. Kundschafte die Reparaturstation aus. Ist aber auch nicht die Reparaturstation, glaube ich. Aber bist du dir sicher, dass das wirklich in dem ollen... Nee, wieso soll ich mir sicher sein? Ich spiele das Spiel auch nicht. So, auch das erste Mal. Aber hier ist gar nichts mehr aktiv, außer dein... Dein Dingens. Mein Dingens? Deine Markierung. Oder ist jetzt schon wieder irgendwas merkwürdig? Lock. In dieser Gegend wurde eine FNIX-kontrollierte Reparaturstation gesichtet. Vielleicht kann... Also ich glaube schon, die ist außen irgendwo. Also die wird nicht im Bunker sein. Meinst du? Ja, die ist außen irgendwo. Es ist halt das Gebiet, was wir suchen müssen. Wisst ihr? Dann gehen wir halt noch mal raus. Dann gehen wir noch mal raus, ja. Wenn du willst. Hä, wo bist denn du schon wieder? Ich stehe schon am Ausgang. Das ist ja irre, diese Frau. Du drehst dich einmal um und schon ist sie weg. Nein. Du bist als Kind bestimmt oft weggekommen. Hör auf, das zu sagen. Du bist doch immer weggerannt. Ich bin tatsächlich immer weggerannt. Deine Mutti war in ständiger Sorge um dich. Dein blödes Ding steht hier im Weg. Im Wegding. Ich schieb ihn weg. Da war doch gerade noch irgendwas. So, komm, wir suchen den jetzt. Den Quatsch hier. Das war natürlich doof, dass wir jetzt ausgerechnet hier hinten. Aber hier waren wir auch schon mal in einer Folge. Nämlich da hinten haben wir gestanden auf diesem kleinen Bunker und haben gequatscht. Nur meine Markierung ist genau hier. Ja. Was ist denn das für ein Käse? Hier ist meine Markierung. Vielleicht ein bisschen Tageslicht wäre ganz cool. Da hinten rennen Typen rum. Ich würde sagen, wir gehen mal zu diesen Knallern, die da hinten rumlatschen. Das ist ein größerer. Eine FNX. Kontrollierte. Reparaturstation. Aber das müsste ja was Größeres sein. Also das ist ja nichts, was man jetzt übersehen würde, oder? Ja, gute Frage. Da oben stapft jedenfalls ein großer rum. Oh, das ist doch cool. Dann gehen wir doch dahin. Ja, wenn uns das was bringt. Vielleicht ist es auch in dem Dorf da drüben. Reparaturstelle. Standorte Missionen. Oder wir sind so richtig schön blind. Da oben ist der Feldzugplan. Da haben wir einen Unterschlupf. Reparaturstopp. Nee, das ist in 7,52 Kilometer Entfernung. Das ist einmal quer durch die Insel. Das ist doof. Warum habe ich da jetzt eigentlich den... Du, ich weiß nicht. ...meine Markierung gesetzt? Pass auf, dann gehen wir rüber zur nächsten Hauptmission. Und zwar nicht allein. Die ist 3,9 Kilometer entfernt. Ist das in Ordnung für dich? Ach du, weißt mir, ne? Hier ist es ja relativ, ich weiß. Finde den Militärkonvoi. Na gut. Wo ist denn der Militärkonvoi?
Was hast denn du jetzt schon wieder für eine ausgesucht? Achso, für nicht stimmt. Allein. Ja, ja. Da oben ist die Markierung. Wir müssen es durchs Dorf durch. Was? Wo ist die Markierung? Rechts über uns. Skalle Berget. Oder wie auch immer. Wo kann ich denn hier? Wie ging das nochmal mit dem Markierungskäse? So, du hast es gefunden und wir schlagen uns jetzt durch. Genau. Hallo, durch Lisa? Das Dorf. Und dies kommt mit. Jetzt wird hier losgerannt, Freunde. Wir greifen an. Es ist doch wieder diese Kirche, oder? Da waren wir doch. Ja, uns treibt es immer wieder zu dieser Kirche. Ich weiß auch nicht, also. Keine Ahnung. Aber hinter der Kirche auf dem Feld war doch ein ganz großer. Ja, den haben wir ja umgebracht. Mehrfach. Ja, zwei. Zwei. Vielleicht sind die jetzt wieder da? Und da oben gibt es übrigens auch eine Werkbank, glaube ich, ne? Wenn du da Interesse hast, nochmal hinzurennen. Ich habe keine Ahnung. Aber theoretisch nicht. Nö. Also wenn, dann höchstens für den Inventar leer machen. Das wäre vielleicht... Boah, da ist ein ganz großer auf dem Feld. Ja, wieder. Das ist doch... Das ist ein anderer diesmal. Ach nee, das ist ein Hunter. Komm, den machen wir platt. Denn wir haben ja schöne Hunde, weißt du? Wo bist denn du? Wo rennst du eigentlich schon wieder hin? Kommst du mal zurück zu mir? Ich bin zur Kirche. Nein, komm bitte zu mir. Ich hab's ja erwähnt, ne? Wenn die kleine Dani immer verloren gegangen ist früher. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich frag mal deine Mutti. Die kann mir das mit Sicherheit bestätigen. So, schau mal. Da haben wir doch was Großes. Was Großartiges. Warte, wir gehen näher ran. Wir haben... Hundis sind da. Oh, das sind drei von den großen, fetten Viechern. Was sagen? Leute, das gibt da einen Haufen Action hier. Darf ich schießen? Nee, das ist noch zu weit. Ach so, doch, mit dem ja. Oh, der hat was verloren. Ja, du machst das schon alles ohne mich hier. Oh, da kommen noch Kollegen. Ach, die Sport brauche ich mehr machen hier. Sehr cool. Oh, ihr seid so brave Hundis, ehrlich. So ein tolles Getier. Wir nehmen alles mit. Hallo. Oh, ich habe heute leichte Bugs hier bei mir drinnen. Ich habe keine Anzeigen mehr. Du dann... Ach so, ja, rausgehen ist natürlich blöd. Huch. Was ist? Was hast du gemacht? Ich bin ihn angestupst und dann ist er nochmal in die Luft geflogen. Ich dachte, er lebt noch. Hundspitzmunition. Hochexplosive Mehrzweckgeschosse. Das sind mir ja sowieso die Liebsten. Und wir nehmen jetzt den Panzer und retten die Welt. Naja, der Panzer. Oh, ich kann durch den Panzer durchlaufen. Ich nicht. Ja, ich stehe mitten im Panzer drin. Oh, bei mir nicht. Warte mal, haben wir nicht irgendwo eine Base hier? Also wie gesagt, ich habe echte Bugs. Naja, wir schauen mal bei der nächsten... Wir kommen an einem Unterschlupf vorbei und dann tust du genau, dich da machen wir mal kurz stoppen und dann muss ich kurz mal neu laden. Siehst du das, dass ich in dem Panzer drin bin? Nö, bei mir stehst du... Doch, jetzt bist du drin. Siehst du, du willst Panzer fahren, nicht ich. Hab's gewusst. Ja, das ist immer komisch beim ersten Mal laden, ne? Da bist du irgendwie... Ist bei mir immer ein bisschen immer schwierig, verbuggt. Ja. Weiß nicht genau, warum das so ist, aber... Na, du hast es kaputt gemacht. Ich hab's kaputt gemacht. So, wir gehen hier weiter auf der Straße einfach. Ja, das ist auch blöd, weil sonst müsste man nämlich schwimmen. Wir können ja gar nicht schwimmen, wir haben keine Schwimmstufe. Das ist das Problem, siehst du? Das ist das Problem. Immer nur Probleme. Das sieht aber nicht gesund aus hier. Da kann man nichts mehr machen, nein. Aber hier waren wir auch schon übrigens, ne? Will ich nur mal so sagen. Vielleicht haben wir das ganze Spiel schon erlebt, weißt du, und wissen es gar nicht. Und wissen es gar nicht. Wir sind schon längst fertig damit. Ich gehe nochmal runter in das Ding. Eigentlich haben wir schon die Welt gerettet. Ja, und hat nur keiner Bescheid gesagt. Hallo? Abgesperrt. Ach so, du siehst ja genau, das war ja das Ding mit dem Schlüssel. Okay. Komm, wir gehen auf der Straße lang. Ist jetzt eigentlich, wird es auch mal Tag oder? Nein, hier wird es nie Tag. Das ist Apokalypse. In der Apokalypse gibt es keinen Tag mehr. Nein. Okay, alles klar. So, hier kommt ja, glaube ich, nochmal diese Station mit dem Bunker. Ist es
auch ein Bunker, wo wir rein müssen? Müssen wir mal gleich gucken. Weiß ich, glaube ich nicht. Das weißt du doch immer nicht. Wir wählen ja immer die Dinger nicht aus. Wie, ist gar noch Licht an. Oh, es hat geblitzt. Was? Ja, es hat geblitzt. Ja, na, Wahnsinn hier. Oder es hat mich einer fotografiert, das weiß ich. Ja, du bist vielleicht einfach zu schnell gerannt, kann das vielleicht auch sein? Ach so, warte, lass uns nochmal hier gucken. Hat mich geblitzt. Du musst doch hier nochmal gucken. Aber jetzt donnert es auch. Donnert es bei dir auch? Ich kann gerade nicht gucken, ich bin gerade in einem LKW drin. Also donnern wäre mehr hören als gucken, aber egal. Das sehe ich auch mit meinen Augen, weißt du. Ich habe ja ausgebildete Donneraugen. Donner- und Fernkampfaugen. Ne, ich sehe das sofort. Genau, hier gäbe es ja nochmal so eine Begleiterstation, glaube ich, hier drin, ne, in dem Bunker. Wo bist du? So, dann könnte ich ja meine nochmal umbauen als Sanitäterhund. Genau. Sanitäterhund. Ich habe schon alles geholt. Wir sind so brav. Wo ist denn mein Hund hier eigentlich? Der ist abgehauen. Der hat die Schnauze voll. Irgendeiner schießt. Bist du das? Ich hab meinen Hund ist weg. Der ist bestimmt noch da. So, pass mal auf. Ich soll ja eine andere Stimme machen, wa? Oder? Komm mal her, Hund. Das musste ich doch. Musste ich das hier machen? An der Station? Okay, nochmal. Mein Hund ist weg. Okay, dann lock dich nochmal aus und nochmal ein, bitte. Genau. Ist hier ein Unterschlupf? Ist das hier ein Unterschlupf? Das ist offiziell ein Unterschlupf, ja. Okay, dann muss ich jetzt, genau. Du machst mal kurz Pause und ich lock mich nochmal schnell aus. Jawohl. So, da sind wir wieder. Alles neu gestartet, jawohl. Neu gestartet, sieht doch wieder ganz gut aus jetzt. Meine Karte ist wieder da, mein Begleiter ist wieder da. Sehr gut. Hast du jetzt ein Medizin in den reingepackt? Ja, ne? Ja, ich habe ihn jetzt umgeswitcht. Er ist jetzt ein Sanitätshund, sozusagen. Ne? Ein echter Sanitäter. Mhm. Sehr gut. Und Medipacks hat er auch drinnen, also sollte jetzt... So, und ich habe die Stimme von meinem verändert und seitdem dreht er völlig durch. Jetzt hast du ihn so wie meine halt. Der ist so lustig. Das liegt, glaube ich, an den Stimmmodulen, was die gerade machen, ne? Ja. Nee, warte, wir gehen. Müssen wir hier lang? Warte mal. Naja, wir müssen, da ist halt ein See, wir müssen um den See rumgehen. Mach da hinten hin. Ja, wir gehen die Hauptstraße, wir gehen bis vor und dann gehen wir rechts. Ja, ja, genau. Also das übernächste rechts quasi. Warten Sie bitte auf mich und hier wird es nie Tag bei uns. Niemals. Nein, nein. Es ist immer dunkel und geht depressiv. Von der Morgendämmerung direkt in die Abenddämmerung. Schau mal, hier ist ein ganzes Dorf für uns, nur ganz allein zum Looten. Bin mir gar nicht sicher, ob wir nicht hier auch schon mal waren. Auch bestimmt. Hier haben wir schon mal alles durchgelootet, hundertprozentig. Also mein Hund, der ist wirklich völlig irre. La, 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 la. Ich hätte ihm nicht die Stimme geben sollen. Das sieht ja aber nicht schön aus hier. Lalala, la, la, macht der genau. Ja, was haben wir denn hier? Hopp. Das sieht ja lustig aus. Es sieht alles ganz schön kaputt aus. Oh, hier stapft irgendwo was Großes rum. Oh, dann bleibe ich hier drin. Nicht da drin bleiben. Krieg auch eine blöde, komische Musik. Ehrlich? Ja, ja. Da hinten stapft. Ach, da hinten ist so ein ganz großer. Was ist hier los? Da ist was los. Oh, der ist ja schon hier vorne. Der ist schon da, ja. Der stand so ruhig da, deswegen habe ich ihn gar nicht gesehen. Der wollte, dass du dich anschleichst. Ja, ja. Und jetzt kommen seine ganzen Kumpels auch noch. Okay. Machen wir mal ein bisschen Action. Boah, was ist denn hier? Da hinten ist noch irgendwo ein großer. Ich sehe nur vor lauter Gas gerade nicht. Ach, das ist ein großer, der schießt mit Gas rum. Wo ist denn der? Da hinten. Zwei große. Oh, der kommt aber schnell auf mich zu.
Oh, da hinten ist er. Einmal daneben. Okay, ich muss mich ganz kurz heilen. Schon ein bisschen mitten im Krieg. Okay, irgendein Hund von uns ist kaputt. Was? Oh, hier geht's auch. Komm, zwei große habe ich noch. Ist der Tod der große? Hab ich einen? Ja. Nee, da kommt da einer noch. So, dein Hundi ist im Arsch. Was, meiner? Ja. Meiner hat mich gerade geheilt, also das kann irgendwie nicht sein. Hier meiner steht irgendeiner? Hier. Ah, nee, dann ist es meiner. Den kann ich gar nicht. Oh, tatsächlich den ganz brav geheilt gerade. Ja, ich habe leider kein Reparaturkit irgendwie. Gehst du mal meinen? Meiner hatte eins drinnen. Also meiner hat immer fünf Stück drinnen, deswegen. Nee, da komme ich gar nicht rein. Ach, du kommst da nicht rein. Obwohl ich da eine Anzeige schon sehe. Also meiner hat fünf Stück drinnen. Ist ja komisch. Oh, warte mal, den muss ich mal eben kurz ausrüsten. Wo ist er denn, der Dicke? Der steht irgendwie. Ja, ich brauche ein Reparaturkit. Kannst du mir irgendwie eins geben oder so? Geht das? Weiß nicht, kann ich meinem eins wegnehmen und die dann raustun? Ich weiß es also nicht. Also ich glaube schon. Aber ich hatte doch so viele, oder habe ich die in meinem Wahnsinn wieder alle weggemacht? So, warte mal. Schauen wir mal, wie ich meinen. Wenn ich ins Inventar gehe. Mhm. Blöd. Erste Hilfe. Die haben auch keins verloren hier, die Knallerbsen. Erste Hilfe. Wo ist denn mein Blödes? Also, glaube ich zumindest, ich habe keins. Reparaturset, warte mal. Bist du bei mir irgendwo in der Nähe? Ich bin neben dir. Schau ja. Mal hier. Alles nehmen. Jawohl. Und da fährt er wieder hoch, der alte Windows-Rechner. 1989. Da gab es doch. Gab es da schon Windows? Doch, ich glaube schon. Nee, Quatsch. Ich weiß es nicht. Das 3.11er. Hey. Ja, Freunde, das war eine harte Action zum Ende der Folge. Bitte liken und kommentieren nicht vergessen, wie beim letzten Mal. Hat uns extrem gefreut. Und dann gehen wir weiter in diesen Wahnsinn. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.